Hey, ihr non-binären Identitätskrisler da draußen, willkommen zurück zu Layers of Fear 2. Wir sind gerade unter dem Meer. No pun. Also, wir sind irgendwie unter dem Meer. Es ist hier alles so ein bisschen... Ist das hier auch noch Beine? Wird das ein Wolf oder was? Das ist ja widerlich. Hier ist alles so widerlich. Na gut. Aber ich schätze mal, lang geht's jetzt nicht mehr, Leute. Ich hab Oh Gott, ist das eine Ratte? Ich hab vielleicht was vergessen. Oder ein Wolf könnte das werden. Ja, ich schätze mal, lang wird's nicht mehr sein, weil... Ja, es ist kein Platz mehr für eine Filmrolle. Also wird das jetzt vielleicht sogar das letzte Kapitel, wer weiß. Oh, komm mal hier. Ein Boot. Versunken. Sonst sehe ich hier nichts mehr. Nee, sonst ist hier nichts mehr. Guck mal, die Sterne. Alter Verwalter, was für Sterne. Da ist doch was. Man hat es gar nicht richtig gesehen. Na gut, wir haben wieder zwei Sachen gefunden, die jetzt hier liegen. Ein Schuh war das. Ich habe das immer vergessen, leider. Mir das anzusehen. Oh, sieh mal, das habe ich gefunden, den Baum. Und ich habe drei andere Sachen verpasst. Meine Güte, was für Collectibles ich verpasst habe. Und ich war echt der Meinung, ich hätte mich gut umgesehen. Da siehst du mal. Oder halt nicht. Wie zerschmoddert hier alles aussieht. Das wäre ich auf der Flying Dutchman. Kennt ihr, ne? Ja. Letzte Filmrolle. Und jetzt geht's um den Kopf, schätze ich mal. Die Puppe ist fertig, der Charakter ist geformt, hä? Nehme ich auf? Ja, ich muss nochmal gucken, sorry. An endless sea, stretching into eternity. Restless, roaring, terrifying. For years he has learned to hide, to flow with the tide. Be one with the void. But now that a flame has been lit, he knows there is no other way. Too soon to let go. Too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. He stares back. Also doch eher Start zurück. Also doch Jim oder James. Akt 5 für immer. Oder Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Das ist so creepy. Okay, ich bin bereit. Für die Ewigkeit. Ihr auch? Natürlich ist die Tür hinter mir wieder zugefallen. Dieser Ort fühlt sich so vertraut an, als ob ich bereits hier gewesen wäre. Und doch kann ich meinen Weg nicht finden. Es muss einen Weg geben. Do you see now? You try to fix me. Instead, you broke yourself. Oh, das ist fies. Süßes der Süßen. Bitteres. Ah, bitteres für die Verbitterten. Süßes für die Süße. Oh mein Gott. Wieder. Ich will aber Süßes für die Süße. Äpfel. Ein Anker.
komm schon! Das war viel zu schnell! Wer stirbt, ist aller Schulden quitt. Naja. Ja, ist so schön. Nichts im Leben ist umsonst. Sogar der Tod, denn der kostet's Leben. Und wenn man dann schuldig, also schuldfrei ist, naja, hast du auch nichts mehr zu verlieren, oder? Aber das ist ja fies. Das ist ja richtig fies jetzt. Muss halt richtig schnell sein anscheinend. So. This place, it sickens me. With all of its clutter and confusion, it is a monument to your weakness, a portrait of your indecision, the wreckage of what never truly was. It is broken, hollow, just like you. Wer ist er, dass er uns solche Vorwürfe macht? Bob? Ist wirklich unser Vater? Oder der Regisseur? Ich sag, am Anfang habe ich gesagt, das ist der Regisseur, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. You tried so hard to bring me back. You called out to me from the void. But something else answered. Ach, Lilly. Okay. Gleich kommt wieder das Monster, oder? Habe ich das damit gemeint, dass das aus der Leere... Oh, das war ein Poster. Geräusch und Störungen. Angenehm. Angenehm. Kann ich nicht aufstehen? Na gut, das fanden wir halt seitlich. Ist okay. Was ist hier los? Oh mein Gott, was für ein Bild. Okay. Das ist eine ganz komische Fahrt hier. Bringt das irgendwas, wenn ich da SOS wieder... Ist da wieder um unsere Schwester, um Lilly? Oder unsere vielleicht.
Hallo? Und ich guck mir nach, die Puppe. Oh, ich finde das widerlich. Guck mir nicht nach, bitte. Oh. Oh. Puppen, die einem nachsehen, finde ich immer sehr, sehr unheimlich. Und gruselig. Was war denn hier? Wie lange ist es her? Ich kann mich nicht erinnern. Die Erinnerungen verschwimmen. Ich verliere die Kontrolle, werde immer dünner, während es immer weiter wächst. Es lässt mich nicht los. Ja, aber was? Das Unbehagen vielleicht? Der Wahnsinn? Oh Mann. Über heiße Kohlen laufen erstmal. Über heiße, brennende Körper. Oh, es ist eklig. Hör auf! Oh, eine Dose. Hat er endlich was gegessen? Poor little Jimmy. Poor, weak, pathetic little Jimmy. Always the victim. Always the burden. Das ist nicht Lily. Dragging me down. Das ist nicht Lily. Oh nein. Oh. Das ist das, was sie sagte. Er hat ihre Stimme gesucht und hat was Düsteres gefunden. Es ist nicht Lily, die wird sowas nicht sagen. Das wird Lily nicht sagen, glaube ich. Mm-mm. Kann ich mir nicht vorstellen, sie hat ihn geliebt, also sie hat ihren kleinen Bruder wirklich geliebt. Deswegen, das wird sie nicht. Nein. Jimmy, lass dir das nicht zu Herzen gehen. Hat er aber wohl. Neither of us did. We never should have lived this long. Forever is a very long time. Sometimes, it's better not to be. To burn away completely. There's no place for me here. Only you. Whoever that is. I hope you'll be brave this time. I don't think I can. I cannot. You cannot help me. Oh nein. Not anymore. Ach Jimmy. Hat sich aber nicht nach Jimmy angehört, das war Lily. Oder? Sind wir das vielleicht selbst, der Regisseur? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade total verwirrt. Ich habe keine Zusammenhänge mehr, wie ich das jetzt deuten würde. Oh ja, diese knacksigen und abrupten Bewegungen von den Puppen. Oh, ist das widerlich. Ich hasse Puppen. Knacks, knacks. A life that was never yours. Dreams you had no right to dream. Too scared to be yourself. Warte mal. Too weak to be anyone else. Heißt das jetzt vielleicht, dass er eine andere Identität angenommen hat? Vielleicht sogar die von seiner Schwester? Jimmy? Oder wie soll ich das verstehen? Ich bin echt total ratlos gerade.
Haben wir gerade. Ja. Hallo? Ach komm, Shining? Das Shining, Leute? Ernsthaft? Kommt doch gleich. Nein, nein, nein. Ach, natürlich. Scheiße. Das waren die Shining-Zwillinge. Spiel mit uns. Hey. Ach, okay. Wird immer abgefahrener hier. Oh, das ist fies, das Gemälde. Die sind alle fies mit den ganzen Knochenköpfen. Da ist doch was, eine Tür. Ach, guck mal wieder, dieses Hey, du musst stark sein. Wieso? Oh, ich bin stark. Figur. Alles klar. Nimm doch auf, ne? Ich muss immer mal gucken. Aber ich hab sich irgendwas mit der Figur hier verändert. Das sind zwei, die rangeln miteinander. Okay. Ja, macht ihr mal, ist okay. So langsam gar nichts mehr. Wohin ich auch gehe, es folgt mir. Ich kann mich nicht befreien. Ein gestaltloser Schatten, mein Schatten. Er wandelt sich, er verändert sich, genau wie ich. Ich glaube, der Typ ist ernsthaft geisteskrank. Noch ein Dia. Nee. Finger weg. Finger weg von der Butter. Ah. Weg mit euch. Ah. Nee. Geht weg. Ich dachte, der Typ kommt schon wieder und jagt mich. Wieder diese unheimliche Musik. Ah, Euer Hals! Warum hat er gerade mit Geld geschossen? Hat aber keine Knarre in der Hand. Seltsam alles.
Hey. Noch ein Poster. The Slender Man. Bullet Hornet. Hey, ist mal gut jetzt. Was ballert ihr hier so rum? Ihr ollen Puppen. Toll. Oha. Gold. Noch mehr Gold. An empty shell cannot live forever. Er sagt hier was von der leeren Hülle. It cannot live at all. Nö. It can only be. Ich bin keine leere Hülle. Du Arsch. Es ist immer da, einen Schritt hinter mir, über mir. Es zieht mich hinein, meine Haut fällt ab. Ich verwandle mich. In was? Ich will diese Äpfel. Wieder dieser Speiseraum. Wo flüstert das? Da. How many lives have you buried just by merely existing? Existing, but never being. Wouldn't it be better if you just went away? Nein, guck mal, das Foto ist ganz verblasst. Bild. Überall Wasser anmachen. Hey, ich habe gleich drei Poster gefunden hier in dem Gebiet, in dem Abschnitt. Warum auch nicht? Wir werden bei dem Wasser hin, kommt noch irgendwas raus. Ich glaub doch nicht, dass da irgendwas bei rauskommt. Zumindest haben wir keine richtige Kombination, oder? Ist vielleicht was von der Kombination versteckt irgendwo? Nee, nicht wirklich. Ich habe auch nichts gesehen von der Kombination. Na gut. Wird's irrelevant sein. Wieder das Schiff? Eine Audiorolle. Gott, diese ganzen Leiber. Das
war das gerade bitte? Geht hier irgendwas, wenn ich das Steuerrad drehe? Das ist ja auch Quatsch, das ist ja mit nichts verbunden, das Rad. Sag mal, was soll das? Ihr seid doch kacke. Oh nein, die bewegen sich doch gleich wieder. Lass mich. Finger weg. Was soll... Was soll ich denn machen sollen? Einfach durchrennen oder was? Das ist doch mies mit dem Vieh. Kein Plan, was ich machen soll. Aber jetzt. Ah, lass mich! War ich zu langsam? Nee, war ich wohl nicht. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Oh. Der wieder. How many times have I tried to put the pieces back together? Just to watch them fall apart. Nicht langsamer. Wenn ich es jetzt noch schneller mache? Natürlich Augen, warum auch nicht? Dann springe ich einfach mal in den endlosen Brunnenschacht. Warum auch nicht? Ich meine, wenn schon, denn schon, oder? Das Geräusch aus der Tiefe. Es wird immer lauter. Stampf, Stampf, Stampf. Etwas nähert sich. Ich bin gerade ehrlich gesagt absolut ratlos. Ist da wieder was? How long can a man burn before he turns to ash? Ach ja, je nach. How will you know? Of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, you don't even know who you are. Nee, das stimmt sogar. Wir könnten immer noch James oder Lily sein oder sonst jemand. Truly live. How many?
Vielleicht sind wir auch der Vater, wer weiß. Vielleicht sind beide Kinder ja auch gestorben bei dem Unglück. Look at it. This is what happens when you fail to take control. Du trägst eine Maske, ja. Du bist nicht mehr du selbst. Das Vieh vielleicht? Sind wir sogar dieses formlose Ding? Wer weiß. Okay. Finde ich auch sehr schade. Das riesige Ratten-Wolfsvieh, was auch immer das sein soll. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You act on instinct. You see, you react. It's so easy to pull your strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current, fight against all odds. Ah! In the end, there is no right or wrong. There is only... James! Lily! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! No matter how long it takes, I will find you! I will! Oh nein, oder? Ist sie jetzt... Jetzt los, wieder von vorne. Das ist jetzt quasi der Anfang vom Ende, sozusagen. Hier hat alles angefangen und hier ist jetzt auch das Richtige, sozusagen. Also wir sind jetzt gerade hier. Nach dem Schiffsunglück. Also er sucht seine Schwester. Verstehst du das gerade richtig? Was? Sind wir doch der Vater? What's past is past, what's gone is gone. The door is shut and the curtain's drawn. The lands that are no longer there. The dreams we did not get to share. When all we love is stripped away. A boy must leave. A man must stay. Is that a puppet? And yet, there is still hope, you see. For you are still a part of me. Although the boy has ceased to be, where there was I, there shall be we. The holy flame,
burns away, it shows us there's another way. Let us be together forever and ever and ever. What's said is said, it's time to eat. I'm sure you'll find me quite a treat. Was? Warte, das waren alles Filme, die er schon gesehen, also die er gespielt hatte. War das jetzt alles in seinem Kopf, diese schlimmen Erlebnisse, waren das alles nur diese Rollen, die er gespielt hat, um sich da voll reinzuversetzen? Das war halt wirklich nur sein Method-Acting, der hat sich einfach so sehr reinversetzt. Oder nicht, oder klärt mich mal auf. Ich glaube, ich muss mir dazu ein paar Sachen durchlesen jetzt nach dem Spiel. Alter Schwede, war das verstörend. Wo ich bei Layers of Fear noch so ein bisschen mitgekommen bin, dass so langsam so der Strudel des Wahnsinns war von dem Protagonisten, das ihn und seine Familie zerstört hat, weiß ich jetzt hier gar nicht, wie ich es deuten soll, weil hat er Lilly, also das mit dem Bootsunglück ist wirklich passiert. Er hat Lilly verloren damals und ist nur noch, er war es, der zurückgeblieben ist, als einziger. Seine Mutter ist tot, sein Vater ist irgendwo in England und man weiß nicht, was mit ihm geschehen ist. Seine Schwester ist gestorben bei diesem Bootsunglück, er hat überlebt. Und hat so lange verzweifelt nach ihr gesucht, bis er sich so sehr reingesteigert hat und hat dann aber aus dem Kummer raus, hat alles zerstört, seine ganze Vergangenheit. Hat es aber in seinen Filmen dann verarbeitet. Nee, wirklich, schreibt es mir gerne in die Comments, was ihr jetzt so im Endeffekt von dem Spiel mitnehmt. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt mitnehmen soll. Es ist total crazy einfach, es ist total crazy. Und ich muss sagen, Bloober Team, die haben einen super, super Job gemacht mal wieder. Da seht ihr Director, das war der direkt, also der Regisseur. Tony Todd, Lilly, Coco Levkov. Echt jetzt Coco? James war wirklich James Watts. Die Red Queen oder Female Fan war Laurel Levkov. Ah, vielleicht der Mann oder Vater von Coco. Narrator, Sinners, Souls, Madman, Glenn McCready. Father, Projectionist, Andrew Wincott. Boy, David Cummings, Adult, Lily, Jules DeLong, The Jong, sie hat einen guten Job gemacht übrigens. Also die Lily-Sprecherin. Es gab eine erwachsene Lily. Ja gut, je nachdem wahrscheinlich, wie wir jetzt gespielt hätten, ne? Wären wir jetzt eine Frau gewesen, wette ich mit euch. Am Ende waren wir halt James, weil wir sie getötet haben. Und das hat auch geprägt wahrscheinlich. Ich wette mit euch, weil wir die Mutter am Anfang getötet haben, also... Ja, war der Vater dann der Tyrann. Andersrum wäre es vielleicht die Mutter gewesen oder die wäre vielleicht auch gestorben, wer weiß. Und dann sind die Kinder ja auf die Kreuzfahrt, also als blinde Passagiere. Und ja, ich wollte sagen als Schwarzfahrer, aber das passt ja nicht, das sind blinde Passagiere. Ja, und dann ist das halt geschehen und da ist dann Lilly gestorben. Andersrum hätte vielleicht James sterben können und Lilly hätte überlebt. Und sie wäre dann
die berühmte Schauspielerin geworden. Es ist total verrückt. Also es gibt verschiedene Endings, das weiß ich. Ich werde sie aber leider nicht zeigen. Müsst ihr bitte auf YouTube schauen, ob ihr die, wahrscheinlich gibt es da eh schon alles. Am ersten Tag, als das Spiel rauskam, gab es bestimmt schon alles. Ja, alles. Auf jeden Fall war mal wieder ein Erlebnis. Ich kann nicht sagen, dass ich es sehr gut fand. Es ist halt ein Erlebnis. Aber wenn man den ersten Teil kennt, Layers of Fear 1, dann weiß man sowieso, was einen hier erwartet. Und es war auch oft, also für mich jetzt persönlich, zu viel Symbolik, zu viele Anspielungen, zu viel was wäre wenn, was könnte sein, hätte Fahrradkette, als dass ich jetzt wirklich von der Story mitgerissen wurde. Man hatte die ganze Zeit so mit dieser, ja, mit dem was wäre wenn gespielt, diese Möglichkeiten. So viel Konjunktiv für mich. Ja, was soll ich sagen? Aber trotzdem, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe gesehen, es haben nicht sehr viele geschaut. Ja, natürlich, weil es jetzt irgendwie alle spielen vielleicht oder weil es halt sehr kompliziert war. Wer weiß. Ich fand es weder noch. Also sehr mitreißend und sehr, sehr gut halt. Leider, muss ich sagen. Es war einfach nur sehr verwirrend für mich. Aber vielleicht schreibt in die Comments und erleuchtet mich, wie ich das zu sehen habe, wie man das verstehen kann. New Game Plus. Ja, lass mal. Change your decisions and rebuild your character. Find new story items and gather the ones you've missed. And unlock all achievements. Discover otherworldly secrets hidden across the ship. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr es euch kauft. Ich werde das nicht. Ja, ich danke euch, wie gesagt, nochmal fürs Zusehen. Und vielleicht sehen wir uns jetzt zu einem anderen Projekt. Ich bin der Bruga. Wünsche euch was Feines und macht's gut. Tschüss.